Hast du dich nicht schon einmal gefragt, wie man die stündlichen Glockenschläge einer Turmuhr zählen kann, ohne dafür eine Pause einzulegen, also zum Zählen? Klar, diese monotonen Klänge haben etwas Meditatives und mal eben für ein paar Sekunden abzuschalten, tut manchmal gar nicht schlecht. Aber macht das wirklich Sinn? Ich meine, wenn man die Uhrzeit seit jeher akustisch vermitteln möchte, wieso hat man sich dann nicht ein übersichtlicheres System zugelegt? Zwar scheint es auf den ersten Blick noch komplizierter zu sein, aber kurz überlegt, klingt es im wahrsten Sinne logischer. Meine Idee besteht nun darin, die Uhrzeiten durch die Binärstellen in 4-8-12 zu strukturieren, indem ich den C-Dur-Akkord geschickt auf die einzelnen Binärstellen verteile. 1, 2, 4, 8. Die erste Ziffer übernimmt das hohe C, die zweite das G, die Viererstelle das E und schließlich die Achterstelle das tiefe C. Und somit würde dann 1 Uhr so klingen. 3 Uhr, 6 Uhr, 4 plus 2, 8 Uhr, neue Binärstelle und 12 Uhr, 8 plus 4. Wie gesagt, erklingen alle 4 Stunden neue Töne bzw. Glocken. Das ist neu und eventuell gewöhnungsbedürftig. Aber auch nicht anders, als wenn man die 12 Stunden in 4 Teile statt nur in 3 unterteilt. Da zunächst das hohe C und schließlich immer tiefere Glocken erklingen würden, impliziert dies eine gewisse Steigerung des Klangerlebnisses und ist auf jeden Fall interessanter als 12 Mal derselbe Glockenklang. Die Vorteile sind also vor allem die klare Erkennbarkeit und Differenzierbarkeit von Uhrzeiten. Nicht nur für Absoluthörer, denn mir ist schon klar, dass jede Turmuhr und deren Glockenspieler andere Tonhöhen bevorzugen. Der ästhetische Wert ist meiner Meinung nach höher, denn ein schöner Durklang entzückt doch mehr als ein paar monotone Schläge, oder? Nun mag es jeder selber beurteilen, ob er den Tag lieber in 4 oder 3 Abschnitte teilt, also 4, 8, 12 Uhr. Wieso eigentlich nicht? Und zuletzt die technische Umsetzung, mittels eines einfachen vierstelligen Binärzählers. Sollte keine allzu große Herausforderung darstellen, auch für mechanische Uhrwerke.